Aber ich muss ja auch das so titulieren, dass ihr wisst, was ich meine. Also in dem Rahmen von den aktuellen Gurus und Meistern und Vedanta-Lehrern, also in dem Rahmen bin ich erleuchtet. Ja? Aber für mich ist das eher sowas wie wiederkehrende Erleuchtungserlebnisse. Ne, ihr erinnert euch daran, ne, wenn ich sage, ich kann das schon, ich habe etwas erreicht, ist es zu Ende mit dem Lernen? Das kann nicht stimmen. Ne, also ich habe etwas erreicht, flüchtig wie Sand zwischen den Fingern. Ne, ich lerne weiter. Also in dem Sinne auf gar keinen Fall erreicht. Also die Erlebnisse, die andere schildern, die habe ich blödsinnigerweise eben schon mit 4 Jahren gehabt. Ne? Weil ich da schon meditiert habe, weil ich gar nicht wusste, dass das so heißt. Ne? Und im Laufe der Jahrzehnte dann Beschäftigung mit Philosophie und den ganzen Lehren und so. Also in dem Sinne bin ich auch erleuchtet, aber ihr seid das auch recht schnell. Da gibt es so eine Sutta vom Buddha, die viele nicht verstehen. Und da hat er halt eben gesagt, die Leute, die mir zuhören, es geht ganz schnell. Und also es ging, glaube ich, um einen Säufer, der gestorben ist und so. Da wäre auch schon ein Strom eingetreten. Und dann haben sie gesagt, das kann doch nicht sein. Und dann hat er gesagt, ja, hier diese Bäume, die hier rumstehen, wenn die mir zuhören, dann sind die auch schon aus Strom eingetreten. Und das ist eine Sutta, die viele nicht verstehen. Also ich will all diese Begrifflichkeiten, es ist einfacher, sich da das nicht so in die Höhe zu heben. Was man in die Höhe heben sollte und was man eben nicht möchte, ist, sich mit seinen eigenen Hindernissen auseinanderzusetzen. Das ist was niemand mag. Und das zu machen, ich setze mir mal lieber den Sonnenhut auf, also da über sich selber zu lernen, rumzusitzen, 30 Minuten still, ohne Visualisierung, ohne Anleitung, am Anfang erstmal 10, ja, das reicht. Satguru hat, glaube ich, gesagt, ihr solltet mal 3 Tage lang ohne Texten, ohne visuellen Kram, ohne Technik mit euch alleine sein, um zu merken, weil Madness hat er gesagt, um zu sehen, wie wahnsinnig ihr so seid. Ja? Und das nicht als abwertend, sondern um zu erkennen, also man denkt ja, es wäre alles okay mit einem. Ne? Im täglichen Samsara. Es ist so, wie man das Leben lebt. Ja? Also wenn man dann länger sitzt und bei sich diese kognitiven Verzerrungen erkennt, dass dann bei sich selber festzustellen, dass das bereits in der normalen Funktionsweise eines Menschen, also der zum Mainstream gehört, bereits all diese Verzerrungen anwesend sind. Und dass es sogar für den sinnvoll wäre, sich damit zu beschäftigen, die bei sich zu erkennen, und wie man das gerne möchte, wie man sich gerne darauf einlassen mag, langsam daraus zu lernen und eine unverzerrtere Sichtweise auf die Realität zu entwickeln. Ist auch stresslösend, also wie heißt das, resilient, also man wird, es ist keine Resistenz, weil wir keinen Gegen aufbauen, sondern es ist eigentlich eher ein Durchlassen. Also ich greife nicht immer nach Problemen und beschäftige mich damit, wenn ich das gar nicht muss. Geschichte vom zweiten Pfeil.